Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Kimga. Neues Jahr, neues Glück. Ich habe euch ja abstimmen lassen, welches Video ihr als erstes im Jahr 2020 sehen wollt. Und es war hochinteressant, weil auf YouTube hat also ganz klipp und klar der Bunker gewonnen. Auf Facebook zum Beispiel war es das Pflegeheim. Und auf Instagram war es auch das Pflegeheim. Also ganz interessant, sehr durchwachsen. Insgesamt waren es am meisten, die für den Bunker gestimmt haben. Deswegen kommt dieses Video jetzt. Bunker. Klingt immer so hochgestochen. Man hat da die Vorstellung, da können Atombomben daneben explodieren und nichts passiert. Im Übrigen, wenn ich in dem Video vom Bunker spreche, meine ich natürlich Zivilschutzanlagen. Ich kürze es noch ab, weil das anders ein echt grausiges Wort. Wir gehen heute mal diesen Zivilschutzanlagen auf den Grund. Gibt es da genug für uns alle? Wer darf da rein? Wie findet man die denn überhaupt? Die meisten haben ja keine Ahnung, wo der nächste Bunker ist. Welchen Schutz bieten diese denn? Bieten die überhaupt noch einen Schutz, nachdem 2008 ja das Bunkerprogramm ausgelaufen ist und die nicht mehr erneuert werden? Dann zeige ich euch mal, wie so eine Zivilschutzanlage, so ein Bunker, in der Praxis aussieht. Was da drin ist und was euch da erwarten würde im Falle des Falles. Und wenn dich das alles interessiert, bleib einfach dran. Ich habe gerade gesagt, seit 2008 ist das Bunkerprogramm abgeschafft, einfach aus Kostengründen, weil das natürlich einen Haufen kostet und es wird seitdem nichts mehr erneuert. Das war zum Beispiel früher so, dass die Filter alle 10 Jahre ausgewechselt wurden. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, es könnte jetzt schon sein, dass der Filter, der da drin ist, vielleicht schon 20 Jahre alt ist und allmählich überlagert. Also das muss man gleich mal vorab sagen, ob die denen noch funktionieren würden, weiß keiner. Es sind einige verkauft worden. Ja. Es gibt auch kaum noch jemand, der weiß, wie das Ding funktioniert überhaupt. Wie man die Türe schließt, wie man die Ventile schließt, was man alles zu tun hat, wo man nur Sand einfüllen muss und. Ich habe also mit ein paar Kameraden vom THW auf Privatinitiative mal einen Bunker bei uns besichtigen können. Das seht ihr dann nachher. Und haben einfach mal geschaut, funktioniert denn und vor allem haben wir uns mal erklären lassen, wie funktioniert das ganze Ding. Aber vorab mal die Frage, gibt es denn genug für uns alle? Ich habe also mal in einer Liste recherchiert. Den Link dazu gehen wir später drauf, wie man die findet. Und im Landkreis Traunstein, also mein Landkreis, gibt es insgesamt 4.987 Plätze. Oder gab es 2007, muss man sagen. Ob die noch alle da haben, weiß ich nicht. Für 175.000 Einwohner. Das heißt, wir haben mal gerade für 2,85% der Menschen einen Platz. Davon muss man wissen, dass allein in der Kreisstadt Traunstein, also in der Stadt selbst, 3.350 Plätze dieser Bunker haben. Also der allergrößte Teil ist in der Stadt selber. Da ist die Chance nur relativ hoch. Auf dem Land raus gibt es so gut wie keine oder ganz wenige. Traunreuth zum Beispiel gibt es nur einen mit 370 Plätze und die Stadt ist fast genauso groß. Ich habe euch mal so eine Folie hier mal hergenommen, Baden-Württemberg zum Beispiel, da waren es damals 2,18%. Das sind alles Zahlen aus dem Jahr 1987, wo wir am meisten Bunker gehabt haben. Also es ist tendenziell eher weniger geworden. Das heißt, in Baden-Württemberg pro 46 Einwohner gab es einen Platz. In Bayern haben es 1,33%, das heißt pro 75 Personen gab es einen Platz. Berlin sind es gar pro 87 Personen nur einen Platz. In Bremen dagegen waren es damals sehr viele und da war es pro 5 Leute ein Platz. Also da war die Chance am höchsten. In Schleswig-Holstein dagegen nur 0,87%, also pro 115 Personen ein Platz. Fazit, definitiv nicht genug Platz für alle. Dazu gibt es einen super Artikel aus dem Traunsteiner Wochenblatt aus dem Jahre 2012, der hieß Ein Relikt aus einer anderen Zeit. Und der sagt relativ viel aus. Die Schutzräume waren also im Notfall nicht für die Stadtoberen reserviert, was immer mal wieder gesagt wird, sondern die waren wirklich für die Allgemeinheit gedacht. Die waren eigentlich dafür da, für die Leute, die sich gerade in dem Moment nicht zu Hause aufhielten, sondern zum Beispiel ganz viele Plätze gibt es ja in Schulen,
Für die Kinder hauptsächlich, für die Lehrer oder für alle, die dort im Umkreis wohnen. Und das Prinzip galt damals, wer zuerst kommt, der malt zuerst. Fertig. Komme ich zu spät, ist das Ding zu. Weil mehr Leute kann ich da nicht reinlassen, sonst geht das mit der ganzen Luft, mit dem Austausch alles nicht mehr. Im Notfall wäre nur das Notwendigste zur Verfügung gestanden. Das ist sicher am Campingplatz komfortabler, resümierte der Ordnungsamtsleiter. Er konnte sich daran noch erinnern, dass in den ersten Jahren sogar aus Konservendosen mit Essen da waren ausreichend. Also da war für 14 Tage Essen da. Aber das Haltbarkeitsdatum ist irgendwann abgelaufen und dann hat man das weggeschmissen und nicht mehr erneuert. Damals haben sich auch noch in die unterirdischen Räume Feldbetten en masse gestapelt. Weil klar, du musst ja die Leute irgendwo hinlegen. Wobei man da sagen muss, dass wahrscheinlich für nur jeden dritten ein Feldbett zur Verfügung war und man schlaft dort also in Etappen. Muss man einfach mal ganz klipp und klar sagen. Die habe ich in dem Bunker, wo ich war, nicht mehr gesehen. Die haben mittlerweile wahrscheinlich bei den meisten verschwunden. Noch heute lagern dort, und das ist tatsächlich so, Kartons mit Trockenkloß. Mit Hüllen dazu, also mit so Plastikhüllen, wo du dann reinkackst, machst die Plastikhülle zu und fertig und ab damit. Ein erster Raum ist dann ein überdimensionaler Sandfilter zum Luftreinigen. Und der war eben in diesem Beispiel 30 Quadratmeter große Raum und der wird zu so zwei Drittel mit Sand gefüllt und da wird quasi schon mal die Luft zuerst mal durchgefiltert. Danach gab es in diesem Raum noch 16 Einzelfilter. Und diese Einzelfilter, an die, was ich vorher gesagt habe, die werden nicht mehr gewartet. Und die beiden Systeme waren also ausreichend, um hier vor chemischen, biologischen und auch vor atomaren Fallout zum Beispiel zu schützen. Im Ernstfall hätte die Stadt Traunstein fünf städtische Mitarbeiter bestimmt, die den Schutzraum betreut hätten. Das waren alles Handwerker, Elektriker, Installeure, erzählte also Manfred Bulka. Gut, 2007 hat dann die Innenministerkonferenz beschlossen, dass aufgrund des Ende des Kalten Krieges, alle haben sich lieb, und der veränderten Bedrohungslage, dass man die Aufgabe des flächendeckenden Schutzbauprogramms aufgibt. Und seit 2008 werden also diese Bunker sukzessive entlassen. Also es haben dann keine ehemals öffentlichen Zivilschutzanlagen mehr. Sie werden aus der Zweckbindung herausgenommen und werden dann entweder zurückgegeben, veräußern, abgerissen oder auch andere Sachen werden damit genutzt. Also es werden eher weniger. Gut. Was haben denn diese heutigen Zivilschutzanlagen, Bunker überhaupt noch für Schutzgrad und für einen Schutz? Ich persönlich bin einmal davon ausgegangen, Bunker, da konnte nicht mehr Atombomben runterfallen, passiert gar nichts. Dafür waren diese öffentlichen Schutzräume nie gedacht, die waren nie für einen Schutz für direkte Treffer mit atomaren Waffen gedacht. Und es ist sogar so, desto später der gebaut worden ist, desto schlechter ist der Schutz. Also Schutzräume um die 1950er, die haben sogar noch Luftstoß. Resistenz von 6 oder 9 Bar, also schon mal eine ganze Menge gehabt. Dann ging es runter, ich glaube Anfang der 60er Jahre auf 3 Bar und Ende der 1960er Jahre wurde damit begonnen, nur noch ein Grundschutzniveau herzustellen. Und das heißt, diese Räume beschränken sich auf Schutz von folgenden: Luftstoßbelastungen von mittlerweile nur 0,3 Bar. Also die halten einfach nicht mehr, keinen direkten Treffer halten die überhaupt nicht auf. Herabfallende Trümmer mit einer Tonne pro Quadratmeter. Also wenn dort mehr runterfällt, bricht er zusammen. Dann wichtiges Thema Brandeinwirkung. War gerade zum Beispiel bei den Schulräumen sehr interessant. Wenn dort der Brand war, konnte die ganzen Schüler dort unten reinmachen, machen alle Klappen zu und konnte dann mit Sauerstoff versorgen, quasi mit gereinigter Luft. Das war eigentlich eine Idee. Dann radioaktiver Niederschlag. Wenn zum Beispiel mal ein AKW irgendwas passieren würde, könnte ich mich da drunten mal niederlassen, alles zu machen. Biologische Kampfmittel, chemische Kampfmittel, genauso wie zum Beispiel beim Chemieunfall. Da haben die Dinge wirklich sinnvoll. Grundschutzräume müssen zudem für einen längeren Aufenthalt von bis zu 14 Tage ausgerichtet sein. Der Deckenstärkenschutz war also quasi so. Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg hatten 3 Meter Decke, 3 Meter hohe Decke. Die haben also bis 1000 Kilogramm ausgehalten. Bis 62 haben wir nur 1,90 Meter gemacht, das waren dann nur 250 Kilogramm. Ab 1964 waren es nur 1,10 Meter, also 50 Kilogramm. Und die heutigen, oder die, wo es danach gebaut waren, das ist ein Großteil, haben eben meistens Mehrzweckanlagen des Grundschutzes, die haben nur 0,4 Meter Dicke. Und 0 Kilogramm.
Also die können Bomben gar nicht mehr aushalten. Das ist übrigens aus der Zivilverteidigung von 1970, es hat sich aber seitdem nichts mehr geändert. Es gibt dazu eine schöne, wer das genau haben möchte, beim bkk.de. Download-Publikationen, jetzt geht's los. Bautechnische Grundsätze für Bunkerbau oder für Zivilschutzanlagen. Da kann man das alles schön nachlesen. Wie erkenne ich denn jetzt so einen Schutzraum oder wie finde ich den eigentlich? Es ist nicht so, dass sich hinter jeder verdächtigen Luke sofort der Schutzraum befindet. Du musst also wirklich hier dich mal trainieren, das Auge. Jetzt blende euch mal ein paar Fotos ein, zum Beispiel von den Notausstiegsklappen. Das sind eigentlich relativ gut erkennbar, auch für die Hausschutzräume. Die haben auch sowas braucht, weil, wie gesagt, diese Liste, was ich euch dann sage, die hat halt nur die großen drinnen, nicht die kleinen. Dann hast du natürlich immer Entlüftung und Belüftung, also Lüftungsbauwerke, die man eben sehen kann, die halt dann meistens an der verwundbarsten Stelle nur so eine Prallplatte haben, dass also quasi da keine Splitter oder sonstiges reinkommen. Dann, woran man es zum Beispiel in Tiefgaragen gut erkennt, das sind diese Überdruckventile. Die haben euch mit Sicherheit schon mal aufgefallen, aber kein Mensch wusste, was damit anzufangen. Also die meisten von uns waren bereits in so einem Bunker, in der Tiefgarage, in der größeren, und haben es gar nicht gewusst, dass das einer ist. Und da kann man eben quasi, auch wenn man auf diese Sachen achtet, dann findet man schon viel heraus. Und es gibt eine Liste von den Bunker aus dem Jahr 2007 unter der Seite geschichtsspuren.de und dort unter Datenbanken. Da findet man dann eigentlich so die meisten größeren Bunker. Das sind ungefähr 2000, was da nicht drin haben, haben die Hausschutzräume, die Firmenschutzräume, manche Schulschutzräume haben dort nicht drin. Ich kenne selber nur einen Bunker, der dort nicht eingetragen ist. Aber es ist zumindest schon mein erster Anhaltspunkt, wo in meiner Nähe ist dort was. So, jetzt zeige ich euch mal ein paar Fotos von dem Bunker, wo ich selber mit drin war. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt leider noch keine Kamera. Deswegen zeige ich euch so ein Foto, aber kann ich es euch auch wunderbar erklären. Zum einen seht ihr mal, da hängt überall drin ein Plan. In dem Plan ist exakt erklärt, was zu tun ist, sodass das eigentlich viele Leute dann relativ schnell kapieren sollten. Also ihr seht, wenn wir rechts oben anfangen, dann ist hier quasi ganz oben der Lufteinlass da. Da kommt die Luft dann rein und dieser erste kleine Raum, der müsste eigentlich voller Sand sein. Da war leider nichts drin, weil das ist eigentlich schon mal der Vorfilter des Ganzen. Dann geht die Luft weiter und da seht ihr im nächsten Raum haben eben diese vier Filter drin. Diese Teller unten, auf diese Teller kämen die normalen Aktivkohlefilter drauf. Die müssen auch dann regelmäßig ausgetauscht werden. Und das ist genau das Problem. Die überlagern allmählich, weil die nicht mehr ausgetauscht werden, weil die natürlich eine Schweinekohle kosten. Dann geht das Ganze im nächsten Raum, seht ihr, da haben vier sicherne Pumpen. Die pumpen also zum einen die Luft rein, die ziehen die rein und die alte Luft bringen es raus. Und der nächste Punkt ist dies, die erzeugen parallel dazu Strom. Da muss man also hier 8 Leit, und das ist kein Scherz, hinstellen und die müssen in einer Tour kurbeln. Das heißt, da musst du dann zuerst einmal eine Einteilung machen, dass jeder eine Stunde mal drucken, weil diese 8 Leit, die kurbeln ständig, sonst geht das Licht drinnen aus sofort und du hast keinen Sauerstoff mehr. Dann ist natürlich weiter unten die dicke Tür, an dem erkennt man so oft am meisten, wenn ihm so eine dicke Tür mit 40 cm Stahl ist. Dann weißt du, es ist eine Zivilschutzanlage. Dann ist zu jeder Tür, oder es gibt immer zwei Schleusen. Eine ist natürlich bei der Tür mit Fenster, dass man sieht, wer ist da draußen, damit ich nicht die ganze Tür aufmache, sondern ich kann die dort einer, kann die dort dekontaminieren, wenn ich dementsprechende Mittel da habe, damit halt quasi Radioaktivität, chemische oder biologische Sachen gar nicht erst reinkommen. Wie gesagt, da gibt es links gibt es dann auch nochmal eine zweite Tür, damit, falls eine mal zu ist, ihr dort nicht gefangen seid. Was haben wir denn noch drin? Ja, links oben seht ihr einen Technikraum und darunter haben eben Handkurbeln für Wasser. Das ist zum einen, dass Abwasser weggeht und zum zweiten, dass ich Wasser kurbeln kann, sollte also der Strom wegfallen, dass ich noch Wasser habe. Wenn natürlich die Wasserversorgung in dem Moment zusammenbricht, weil es ihm keinen Strom mehr gibt, helfen dir die Kurbeln auch nicht mehr viel, aber zumindest Abwasser. Es soll also am Anfang gleich zwei große, da waren so riesen Kanister drin, gefüllt werden, dass dort also 35 Liter pro Person vorhanden sind. Für 14 Tage nicht unbedingt viel, aber immerhin. Was noch wichtig ist, ihr seht ganz unten zwei Kellerschächte und die müssten eigentlich mit Sand, auch mit Sand gefüllt werden komplett, um Druck abzuhalten. Nur auch der ist nicht vorhanden, der müsste dann quasi nur gemacht werden. Was nicht drin ist, es sind dann also Vorhänge für Duschen drin, es sind so Trockentoiletten mit drin, aber sonst ist da nichts drin. Also wenn ihr dort jetzt reinkommen würdet,
Ihr müsst jetzt auf dem Boden schlafen, auf dem Teer. Das ist ziemlich unangenehm. Ihr habt dort nichts zum Essen. Es gibt dort eine Küche mit 5 Quadratmeter. Ohne Strom funktioniert die aber nicht. Da brauchst du Aggregat dafür. Das war aber nicht drin. Ja, könnte lustig werden da drinnen. Und das war's, mehr ist da nicht drinnen. So, also ihr habt jetzt einen Bunkerplatz tatsächlich ergattert. Wie gesagt, Vorräte müsst ihr selber mitbringen. Ob die anderen dann vielleicht mit euch teilen wollen, die 300, was da noch mit drin haben, weil die nichts dabei haben, das ist eine andere Geschichte. Also Vorräte müssen erstmal beschafft werden. Wasser, ja, wenn dementsprechend einer da war, der die gleich voll gemacht hat, dann ist zumindest Trinkwasser vorhanden, mehr nicht. Waschwasser ist die Frage. Licht gibt es nur durch die Handkurbeln, sonst gar nichts. Schlafen, es ist der nackte Teer drin. Wie gesagt, die Feldbetten müssten auch erst mit beschafft werden, mit oder mitgebracht werden. Wenn ihr natürlich dann als einziges eine Isomatte dabei habt, ja, könnte auch interessant werden, wollen vielleicht andere auch mit drauf. Und zur Platz, damit ihr mal seht, bei 1 Quadratmeter pro Platz, also pro Person ist 1 Quadratmeter vorgesehen. Könnt ihr euch dann vorstellen, dass das relativ eng werden könnte? Und ab 150 Plätze braucht man eine 5 Quadratmeter Notküche drunter. Nicht. Trinkwasser 35 Liter, habe ich schon gesagt, wird aber dann erst befüllt. Und das Klo, da haben wir also 0,8 Quadratmeter pro 50 Platz. Also wenn da 300 Personen drin haben, oder 360 wie in unserem Beispiel, haben da 7 Klos drin. Also 50 Mann gehen auf ein und dieselben Trockentoilette. 14 Tage lang. Und zum Putzen dieser habe ich nicht wirklich was dabei. Könnte lustig werden. Gut, das heißt, was tun im Falle des Falles? Zum Bunker rennen? Ja klar, wenn sonst nichts da ist, ist das eine Möglichkeit, aber ohne Vorräte oder mit Vorräte und die anderen haben nichts dabei. Also für längerfristig. Wenn man vorher weiß, dass was kommt, okay, man kann die Vorräte auffüllen. Okay, aber meistens geht es ja dann doch schnell und dann muss es sofort passiert sein. Also vorübergehend, wo man sagt, okay, mal für 2, 3 Tage beim Brand, beim chemischen Unfall, bis ich rausgeholt werde aus dem Ganzen. Okay, da kann es hochinteressant sein. Alles andere im aktuellen Fall kann man eigentlich knicken. Also zum Fazit, wir haben weder die Anzahl der benötigten Bunker, die man brauchen würde. Wie gesagt, die Schweiz, da schaut das ganz anders aus. Wir reden hier immer noch von Deutschland. Noch sind es wirkliche Luftschutzbunker, wie wir es früher im Zweiten Weltkrieg gehabt haben. Noch sind wir auf irgendetwas vorbereitet, dass da für 14 Tage Nahrung, Decken, Betten, Wasser, Sand oder Filter zum Luftreinigen da ist. Das ist eigentlich mein Fazit an der ganzen Geschichte. Traurig, aber wahr. Gut, wenn ihr noch Fragen habt oder andere Erfahrungen, bitte unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder mal Like freuen. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outta Kimber. Pfiat euch.